Herzlich willkommen zur Hausapotheke für die Seele. Welche Pflanze stärkt mich heute? Ich habe das Kartenset Heilkraft aus der täglichen Nahrung mitgenommen und aus den 49 Obst- und Gemüsesorten, die darin beschrieben werden, die Pflanze Hafer gezogen für heute. Hafer steht für Kontaktfreude. Ich bin offen für neue Begegnungen und ich lese wieder ein bisschen was von der Rückseite, von der seelischen Bedeutung vor. Die Qualität von Hafer hilft, aus dem eigenen Schneckenhaus hinauszutreten. Ich lasse meine Reserviertheit hinter mir und entdecke, wie viel Spaß es machen kann, neue Menschen kennenzulernen und mich auf unbekanntes Terrain zu begeben. Neugierig und spielerisch wie ein Kind lasse ich mich auf das quirlige Leben um mich herum ein. Der Hafer ist eine einjährige, krautige Pflanze und eines der wenigen Getreide, die eigentlich fast jeder erkennen kann, weil er nämlich keine Ähren ausbildet, wie zum Beispiel der Weizen oder der Roggen, sondern eben diese Rispen, wo viele kleine Samenkörner im Wind schaukeln und sich bewegen. Er muss genauso wie der Dinkel vor dem Verzehr entspelzt werden. Und der Hafer ist in unseren Breiten schon sehr lange bekannt. Also es gibt Funde aus der Bronzezeit. In China ist er noch viel länger bekannt, also schon seit Jahrtausenden als Heilmittel und als Nahrungsmittel. War den Germanen heilig und ja, vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort, wenn ein der Hafer sticht. Also der Volksmund weiß schon, dass der Hafer sehr viel Energie dem Körper gibt und auch Mut gibt, sich auf Neues einzulassen, auf neue Erfahrungen und Begegnungen. Er ist salbeisreich, enthält einige ungesättigte Fettsäuren und verleiht dem Körper eben Kraft, Energie, balanciert den Blutzuckerhaushalt. Ist für Sportler sehr gut geeignet oder auch für Schulkinder. Und wir verwenden ihn in der Küche vor allem, also traditionell als Flocken, zum Beispiel im Müsli, aber auch neuerdings Hafermilch oder Haferersatzmilch für Leute, die keine Kuhprodukte konsumieren möchten. Sehr gut geeignet. Und er enthält sehr wenig Gluten. Also für glutenunverträgliche Menschen ist er besser geeignet als jetzt zum Beispiel Weizen. Ich wünsche euch alles Gute für den Tag.